Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Rewe-Haul aus der Lidl-Tüte. Gab es schon mal einen Rewe-Haul aus der Lidl-Tüte? Ich weiß es gar nicht. Es könnte aber sein, dass das der letzte Haul für dieses Jahr wird. Und der letzte vermeintliche Rewe-Haul für dieses Jahr startet mit einer ganz besonderen Überraschung. Ja, ihr könntet vielleicht auch geschockt sein, weil das hätte wirklich niemand dem Junkfood-Guru zugetraut, was er sich heute gekauft hat. Und ich habe es jetzt so spannend gemacht. Jetzt hebe ich es auch ganz langsam. Das gab es noch nie in einem Haul zu sehen. Es sind Bio-Bananen. Der Junkfood-Guru hat sich heute Bio-Bananen gegönnt. Aus dem Rewe auch. Ja, ich dachte, wenn schon Obst, dann wenigstens Bio, dachte ich. Ne? Aber es geht gleich weiter mit altbewährtem natürlich. Das dunkle Ofenbrot aus dem Rewe kommt euch vielleicht bekannt vor. Ja, und ich kann es euch sagen, es schmeckt auch genauso wie das dunkle Ofenbrot geräucherter Käse wie das von Wagner. Also es schmeckt auch genauso gut, aber Geheimtipp, ist echt ein Geheimtipp, ich liebe das Ofenbrot. Weiter geht's mit gesunden Sachen aus dem Rewe Tiefkühl-TK-Bereich. Fettuccine Bolognese, ich sag's euch Leute, die sind echt geil, ich mag es ja. Meine Nudeln kann man sich auch eben selbst kochen, da habt ihr vollkommen recht. Aber diese Fettuccine Bolognese aus TK von Rewe, die sind wirklich was ganz Besonderes. Kann ich gerne mal testen, wenn ihr das wollt, ja? Wenn ihr ein Produkt habt, wo ihr sagt, das würde ich gerne mal sehen, wie du das machst, dann schreibt mir bitte direkt in den Kommentaren rein und ich teste es für euch. So, und weiter geht's mit einer ganz besonderen Überraschung. Heute ist echt einer der besondersten Rewe-Hauls aller Zeiten, wirklich. Das ist auch brandneu, hab ich noch nie gesehen. Was ist es? Ja, ihr habt es erkannt, es ist Bio-Lasagne von der Bio-Nudelei. Und die Nudelei ist hier, ich kenne die Nudelei, also in Hamburg kennt man die, die ist häufig auch auf Märkten unterwegs. Das ist eine Nudelmanufaktur und die machen Ravioli mit 1000 Füllungen und richtig geile Nudeln, haben Stände, kochen auch. Die Nudelei ist geil, die kommt hier aus Bevern, die Postleitzahl müsste auch so, ja, also aus unserer nächsten Umgebung hier. Und ich weiß gar nicht, ob es in Gesamtdeutschland gibt, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Rewe regional. Das ist also eine richtige, edle Bio-Lasagne aus dem Rewe von der Nudelei, die ich sonst nur von den regionalen Märkten hier kannte. Ich finde es mega geil, also erstmal Kompliment an Rewe. Weiter so, regional rockt, Bio sowieso und ich freue mich auf diese Bio-Lasagne gleich. So, und weiter geht's mit, ja, es ist nicht alles Bio, was ich immer kaufe, aber, ne, ich habe immer die Jahr-Salami gegönnt und dann nochmal die Rewe-Salami, weil ich mal wissen wollte, welche schmeckt wohl besser. Die Rewe ist nämlich mit Bio und die andere ist einfach nur Fleisch. Die Bio-Salami hat komischerweise weniger Kalorien als die Jahr-Salami, deswegen bin ich schon fast ganz nah dran an dieser Bio-Salami, weißt du, wisst ihr, da kann ich mehr von essen und dann spart man Kalorien. Vielleicht nicht Geld, aber Kalorien gespart ist auch gut. Weiter geht's mit Würstchen. Ja, meine Geflügelwürstchen. Ich freue mich immer total, wenn ich die kaufe. Ja, ich habe nebenan habe ich direkt Netto. Das ist ziemlich nah, deswegen bin ich sehr häufig beim Netto. Und der Rewe sind halt 500 Meter weiter. Und im Netto gibt es diese Geflügelwürste nicht. Deswegen, die ist für mich immer so ein richtiges Highlight, wenn ich die so einmal im Monat oder, glaube ich, zweimal im Monat kaufe und die im Kühlschrank habe. Halten leider auch nicht lange, maximal 2 Tage, sage ich euch. Aber, boah, die Geflügelwürstchen sind ein Traum. Und weiter geht's mit einer Neuentdeckung auch noch aus dem Kühlregal. Schaut mal, das sieht so aus wie eine Milchschnitte mit Tiramisu, habe ich mir gedacht. Und direkt eingekauft. Das war jetzt ganz interessant, ne? Das ist Tiramisu, à la Tiramisu, Bakery Doro. Fand ich super spannend, deswegen halte ich es auch ganz besonders lange in die Kamera. Habe ich so noch nicht gesehen. Gleich zweimal eingekauft. Wenn ich das als erstes testen soll, schreibt es in die Kommentare. Das würde mich freuen. Und dann habe ich bei den Getränken aber was ganz Beklopptes entdeckt. Die haben immer auch so internationale Getränke. Hat Edeka ja auch, Rewe hat das auch. Finde ich ganz toll. Ich habe eine Sprite Mint, Mint Touch, also eine Sprite mit Mint, Minzehauch entdeckt. Geil, oder? Keine Ahnung, aus welchem Land die wohl kommen mag. Ich denke mal, ach, das ist aus Brüssel kommt, die habe ich die gar nicht entdeckt. Das ist ja interessant, ich war das mal in Brüssel und ihr kennt das ja, ich habe da schon ein paar Produkte, glaube ich, getestet. Ja, Cheetos, die Cheetos sind aus Brüssel gewesen, genau. Sprite, Minze, abgefahren, oder? Und ja, Gesundheit, Gesundheit, geht jetzt weiter mit Rewe to go Orange. Und das ist ein Smoothie mit Apfel, Pfirsich, Orange, Kürbis, Ingwer und Karotte. Habe ich voll den Bock drauf. Und dazu noch ein grünes Smoothie aus der Rewe to go Collection. Und das ist Apfel, Ananas, Spinat, Brokkoli, Grünkohl. Ich muss mal schauen, wonach heute meine Gesundheit schreit. Ich liebe ja Ingwer, weil es so schön scharf ist. Aber vielleicht nehme ich auch das Grüne. Mal schauen. Und das sind doch lange nicht alle Smoothies. Denn
Harvest Moon habe ich hier auch noch. Green Juice, das ist einer meiner Favorite Smoothies, weil der sehr leicht ist. Also das heißt, der ist nicht so mächtig, hat nur 28 Kalorien auf 100 Milliliter, ist vollkommen bio, schmeckt total lecker. Und Grünkohl, Gurke, Zitrone, Ingwer, was das Herz begehrt. Und warum mag ich diesen Smoothie eigentlich so gerne? Okay, weil er leicht ist und weil das Verhältnis zwischen Apfelsaft und anderen Säften hier einfach ein bisschen fairer ist. Deswegen, es ist jetzt nicht die genauen Prozentangaben drauf, aber als erster Stelle steht hier erstmal Grünkohl. Das finde ich ganz gut. Und natürlich ein Klassiker. Ohne Truss-Smooth oder Truffles gehe ich auch nicht aus dem Haus. Und ich habe gerade so einen Smoothie-Engpass bei mir, weil in der Mittagspause gehe ich immer in so einen schönen Obstladen und kaufe mir einen gesunden Smoothie. Und der hat leider jetzt in der Woche vor Weihnachten schon dicht gemacht. Es war ein Albtraum, ich wollte schreien, ich wollte heulen, weil ich trinke jeden Tag, wirklich, entweder einen Rote-Bete-Smoothie oder einen Apfel-Möhre-Ingwer-Smoothie. Also einer von den beiden trinke ich wirklich jeden Tag. Und jetzt muss ich bis zum Ende des Jahres auf meine frisch gepressten Smoothies verzichten. Ich hoffe, ich überlebe es, Leute. Ja, das war jetzt ein bisschen Schnack, ein bisschen bla 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 und der spannende, hoffentlich spannende Rewout. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Deswegen gebt mir einen Daumen nach oben für das Video. Das würde mich total freuen. Abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Und ich wünsche euch schon mal ein wunderschönes und geruhsames Weihnachtsfest. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.